Wer auf den Hügel da oben aufschaut, aber okay, da ist ein bisschen Snickers im Angebot. Ja. Wir sind in so einer, ich glaube, wir sind irgendwie hier. Ja, hallo, der Hans ist wieder da. Heute Tag 2 auf der Silvretta. Wir haben traumhaftes Wetter, mir brennt das Gesicht weg. Wunderschön. Ja, wir haben heute eine Karte in die Hand gedrückt. Ich in meinem Leben noch nie eine Karte in der Hand gehabt. Ich bin mit Google Maps komplett überfordert. Jetzt zu Karten. Alles, was ich mache, ist falsch. Zeige ich mit dem Finger hin, ist falsch. Sagt er, ja, brauche ich so einen Stabel, halt so einen Zahnstocher mitgenommen. Was das für einen Unterschied macht, ich verstehe es nicht. Ich werde es aber noch lernen, hoffentlich. Ja, jetzt sind wir da auf, wie soll man sagen, 2300 Meter. Machen heute hauptsächlich kartografische Sachen. Gehen heute von hier, von der Bieler Höhe, eine Skitour auf den Hennenkopf auf 2704 Meter. Von unserem Ausgangspunkt von 2071 Meter gehen wir entlang Südost. Eine relativ flache Route haben wir gewählt. Gehen hier über den runden Kopf entlang der Seen vorbei zum Gipfel. Kurz zur Erklärung der Legende. Wir haben den dicken rosa Strich. Das sind die Skirouten, an denen wir uns orientieren. Vielleicht auch noch interessant, die Landesgrenzen, die wir nämlich übertreten haben. Wir sind nicht mehr in Vorarlberg, sondern in Tirol. Ein paar Sachen habe ich doch schon gelernt. Man erkennt hier zum Beispiel die Höhenschichtlinien. So, Äquidistanz 20 Meter. Wir haben uns eben, wie gesagt, für eine flachere Route entschieden. Das erkennt man daran, dass die Höhenschichtlinien etwas weiter auseinander sind. So schön das Ganze ist, ich hoffe, dass wir bald fertig sind, weil gestern ist die Sauna nicht mehr ausgegangen. Die würde ich jetzt schon gerne mal ausprobieren. Also, ich hoffe, wenn ihr das seht, war ich schon in der Sauna. Bis am Abend. Das Handy. Cheers. Letztes Stück relativ flach. Was, bitte? Jetzt haben wir da Pausenplatzl und danach gehen wir auf den Spitzkern, da brauchen wir Steffi Kraft, jetzt geht's auf für den Hennekopf. Letztes Stück, jawohl. Das hoffe ich. Das erste Mal auf dem Kiffloch. Da hat man super Aussicht. Runter kommen wir jetzt in alle noch. Spätestens nachdem sie es geborgen haben.